Nachmittagssitzung. Freut mich sehr, Dr. Markus Roth vorzustellen, Historiker, Literaturwissenschaftler und stellvertretender Leiter der Arbeitsstelle Holocaust Literatur an der Universität Gießen. Bitte, Dr. Roth. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, zuallererst dem Wiesenthal-Institut zu danken für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und ich werde heute zu Ihnen über das Warschauer Ghetto in der polnischen und deutschen Holocaust-Literatur bis 1950 sprechen. Als der Holocaust noch keinen Namen hatte, wie er der doch einigermaßen treffende Titel der Konferenz lautet, hatte er, so denke ich zumindest, mehrere, heute allerdings zum Teil in der breiten Öffentlichkeit vergessene Namen. Einer dieser Namen jedoch war schon früh, schon während der Verfolgung und des Massenmords, vor allem jedoch danach in den unmittelbaren Nachkriegsjahren und eigentlich bis in unsere Tage hinein, ein Name, der gewissermaßen als Synonym für die Verfolgung und Ermordung der Juden steht, aber auch und vor allem für den Widerstand der Juden. Die Rede ist natürlich vom Warschauer Ghetto, das bald schon zum Inbegriff der Vernichtung wurde, das als das Ghetto galt, ähnlich wie Auschwitz früh schon als das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager schlechthin galt. Dieser auf Warschau bezogene Befund galt allerdings nicht jedoch überall in gleichem Maße. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen den deutschen Besatzungszonen und Polen, aber auch zwischen den Alliierten und dem besetzten Deutschland oder innerhalb der polnischen Gesellschaft selbst. Auf diese mitunter widerstreitenden Erinnerungen möchte ich in der folgenden groben Übersicht den Blick richten. Vor allem wird dabei Polen, die polnischen Texte im Vordergrund stehen. Die Entwicklung in Deutschland oder Texte in deutscher Sprache werden vergleichend berücksichtigt. Gut 3 Jahre nach dem Ende der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen wurde im damals ja weitgehend zerstörten Warschau der 5. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto begangen. Und das zentrale Ereignis dieses 5. Jahrestages war die feierliche Enthüllung des Denkmals, das an die Ghettokämpfer erinnern sollte. Ein recht heroisch gestaltetes Denkmal, das letztendlich an eine 1946 installierte unscheinbare Gedenktafel an dessen Stelle trat. Dieses frühe Gedenken zeigt zweierlei. Das Warschauer Ghetto und vor allem der Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 waren bereits 5 Jahre danach, 1948, zu einem zentralen Erinnerungsmoment in Polen geworden oder zu einem zentralen Erinnerungsort, wenn Sie so wollen, ohne dass allerdings der konkrete Ort noch sichtbar gewesen wäre. Verbunden damit war die politische Vereinnahmung des jüdischen Widerstands durch die kommunistischen Machthaber, indem sie den Aufstand in einen antifaschistischen, sozialistischen Erinnerungsnarrativ aufgehen ließen. Sie erreichten diese politisch-ideologische Überschreibung des Aufstands durch eine zentrale Steuerung, die gezielte Kanonisierung mancher Texte bzw. Autoren einerseits und auf der anderen Seite die Marginalisierung oder vollständige Verdrängung bis hin zur Verfolgung unerwünschter Narrative und Autoren. In Deutschland, vornehmlich in Westdeutschland, waren das Ghetto und der Aufstand im Unterschied zu Polen kaum ein Thema. Zwar waren bis 1948/49 eine ganze Reihe deutschsprachiger Texte über das Ghetto erschienen, zum Teil auch Übersetzungen aus dem Polnischen, zum Beispiel von Jerzy Andrzejewskis Wielki Tydzień, das 1948 hier in Wien herausgebracht wurde. Diese deutschsprachigen Texte allerdings wurden oft im Selbstverlag herausgegeben, in kleinen Auflagen oder im Exil. Eine nachhaltige Rezeption dieser deutschsprachigen Texte hat in Deutschland kaum stattgefunden. Dem stand darüber, das kam auch schon mehrfach zur Sprache, die zunehmende Etablierung einer eigenen deutschen Opfererzählung entgegen. Eine Dominanz
dieser Opfererzählung für die deutsche Bevölkerung stand das Leid im Bombenkrieg, die Flucht und Vertreibung, Kriegsgefangenschaft sowie die Schwierigkeiten in der unmittelbaren Nachkriegszeit im Vordergrund. Die Bereitschaft einer Beschäftigung mit den Opfern und ihren Geschichten war kaum vorhanden, denn damit hätte sich letztlich immer auch die Frage nach eigener Schuld und Verantwortung gestellt. So nimmt es auch nicht Wunder, dass 1948/49, beginnend mit der Währungsreform und dem Ende der alliierten Lizenzierungspolitik, die Zahl der veröffentlichten Zeugnisse der Holocaust- und Lagerliteratur allgemein rapide zurückging. Ich möchte Ihnen kurz nun die Bandbreite dieser Textzeugnisse über das Warschauer Ghetto darstellen bis 1948/49. Dies in einem, ja quasi aus der Vogelperspektive, einen allgemeinen Überblick, Einblick geben, weniger eine Maulwurfperspektive in einzelne Texte. Ich sollte vielleicht einleitend noch dazu sagen, dass ich hier einen recht breiten Begriff der Holocaust-Literatur verwende, der letztendlich alle, etwas unglücklich formuliert, alle Texte aus dem Holocaust und über den Holocaust mit einbezieht. Das werden Sie später auch noch sehen. Eine sicherlich noch unvollständige Auflistung derjenigen Texte, die in den Jahren 1940 bis 1949/50 erschienen sind und das Warschauer Ghetto behandeln, eröffnet meines Erachtens erstaunliche Befunde. Zunächst frappiert allein die hohe Zahl der Texte, also jetzt am Ende einer vorläufigen und noch einigermaßen unsystematischen Suche stehen doch weit über 100 publizierte Texte auf Deutsch, Polnisch, Englisch oder auch Jiddisch. Da es, sind sicherlich noch sehr viel mehr. Ein genauerer Blick auf diese Liste bringt eine erstaunliche Bandbreite von fiktionalen und nicht fiktionalen Texten zutage, die auf der ganzen Welt erschienen sind, vom besetzten Warschau selbst über die Schweiz, Großbritannien, den USA, Israel bis hin zu den Staaten Mittel- und Südamerikas sowie Südafrika. Zahlreiche Textsammlungen Überlebender, darunter viele Kinder, zum Beispiel eine 1947 von der Jüdischen Historischen Kommission herausgegebene Textsammlung unter dem Titel, ich übersetze, Die Kinder klagen an. Berichte einzelner Überlebender, zum Beispiel von Bernhard Goldstein, Marek Edelmann, Silvia Lubetkin und anderen. Dokumenteneditionen, Tagebücher, zum Beispiel das bekannte Tagebuch von Mary Berg, das 1945 in New York auf Englisch erschienen ist. Erzählungen wie die Erzählungen von Sofia Naukowska, Medaillone in Polen oder Adolf Rudnickis Erzählung Wielkanoc. Aber auch viele Romane, Andrzejewski hatte ich schon erwähnt, Gedichte, Gedichtsammlungen wurden publiziert und viele Dramen. Aber auch historische Untersuchungen und Berichte Dritter. In der schieren Menge und auch der Vielfalt der Texte wird bereits bei oberflächlicher Betrachtung deutlich, dass das Warschauer Ghetto zu einem zentralen Objekt der Erinnerung an den Holocaust mit hoher Symbolkraft geworden ist. Dafür spricht zum Beispiel auch die Rezeption von Ernst Sommers Roman Revolte der Heiligen bzw. Revolte der Wehrlosen, dessen Handlung nicht im Warschauer Ghetto angesiedelt ist, sondern in einem fiktiven Lager spielt und einen dortigen Aufstand behandelt. Dieser Roman ist im April 1943 in Großbritannien entstanden, das heißt unmittelbar parallel zum Warschauer Ghettoaufstand. Obwohl die Handlung nicht dort angesiedelt ist, war bereits zu diesem Zeitpunkt das Warschauer Ghetto wohl schon so dominant präsent, dass Sommers Buch meist als eine Darstellung des Warschauer Ghettos gelesen wurde und des dortigen Aufstands. Der Autor selbst hat später auch dazu beigetragen, indem er in einer späteren Auflage die Widmung geändert hat, die vorher lautete, den Opfern von gestern, den Empörern von morgen, die er umgeschrieben hat zu den Kämpfern im Warschauer Ghetto. Für diese relativ prominente Rolle des Warschauer Ghettos und vor allem des Ghettoaufstands in der frühen Holocaust-Literatur lassen sich eine ganze Reihe möglicher Erklärungen finden, historische, literarische und schließlich auch politische. Ich fange mit ganz banalen Erklärungen an. In Warschau gab es vor dem Krieg die größte jüdische Gemeinde in Europa und dementsprechend unter deutscher Besatzung auch das größte Ghetto. Und überdies war das Wissen um das Ghetto und die dort begangenen Verbrechen bereits während des Krieges in Europa doch relativ verbreitet durch eine vielfältige Berichterstattung. Für Juden, aber auch Polen war es der zentrale Verfolgungsort vor der Vernichtung.
Und hier bestanden viele Verbindungen zwischen Polen und Juden, im Positiven, aber auch im Negativen, sodass das Warschauer Ghetto für die Frage nach dem polnisch-jüdischen Verhältnis im Angesicht von Verfolgung und Widerstand eine wichtige Rolle einnahm und auch heute noch einnimmt. Die Konzentration auf Aspekte aus der Geschichte des Warschauer Ghettos und seiner Bewohner ermöglichte es überdies, an einem konkreten Beispiel alle wichtigen Stationen der Verfolgung und Ermordung der polnischen Juden, ihren Widerstand sowie eben das wechselvolle polnisch-jüdische Verhältnis zu beschreiben. Vor allem bot und bietet die Geschichte des Aufstands Schriftstellern einen per se dramatischen und spannungsgeladenen Stoff, was vielleicht auch die relativ hohe Zahl früher Fiktionalisierungen und relativ hohe Zahl von dramatischen Bearbeitungen erklären könnte. Schließlich eröffnete der Widerstand im Ghetto den kommunistischen Machthabern in Polen, in der sich etablierenden kommunistischen Herrschaft in Polen, politische Anschlussmöglichkeiten und eine Vereinnahmung für die eigene Sache, indem eben der Anteil von kommunistischen Juden im Widerstand im Ghetto sowie vor allem auch die Hilfe nichtjüdischer polnischer Kommunisten von außerhalb erhöht und in den Vordergrund gestellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist Bernhard Mark, der bereits in der Vorkriegszeit bei den Kommunisten aktiv war, während des Krieges in der Sowjetunion war und von dort 1946 nach Polen zurückgekehrt ist und im Zentralkomitee der Juden in Polen aktiv war. Ab 1949 war er Direktor des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau bis zu seinem Tod 1946. Bernhard Mark hat bereits in der Sowjetunion 1943-44 über das Warschauer Ghetto veröffentlicht und er hat 1945 aus Anlass des zweiten Jahrestages des Ghettoaufstands einen Dokumentenband herausgegeben, in dem allerdings nur zwei historische Dokumente abgedruckt worden sind, ein Aufruf der jüdischen Kampforganisation an die Polen und ein Brief von Mordechai Anielewitsch an Zukerman. Ansonsten enthält dieser Band nur Reden zum Jahrestag, Aufrufe zum Gedenken, ein Kommuniqué des Premiers der provisorischen Regierung und anderes. Und in seinem Vorwort schreibt Mark über den jüdischen Widerstand und beginnt schon damit, diesen zu überschreiben durch ein ja, kommunistisch-sozialistisches Narrativ, in dem er die Rolle von Angehörigen der jüdischen Arbeiterbewegung in der Widerstandsbewegung im Ghetto überhöht und fast absolut stellt und vor allem auch die Hilfe der sozialistischen Gwardia Ludowa in den Vordergrund schiebt und eine Hilfe durch die Armia Krajowa negiert. Er nimmt hier eine Einreihung des jüdischen Widerstands in den allgemeinen antifaschistischen, sozialistisch-kommunistischen Widerstand vor. In Palästina bzw. in Israel oder in Texten jüdischer Erlebender konnte eine herausgehobene Erinnerung an den Aufstand und die im aktiven zionistischen Vertreter eine Traditionslinie letztendlich von der zionistischen Jugendbewegung in Polen vor dem Krieg über den Aufstand bis hin zur Entstehung des israelischen Staates geschaffen werden, die sich eben abhob vom damals präsenten Stereotyp des passiven Ghetto-Juden. Das heißt, auch hier bot vor allem in jiddischsprachigen, aber nicht nur dort, Publikationen der Aufstand letztendlich eine politisch motivierte, in der Gegenwart angesiedelte Interessenüberschreibung. In der polnischen Literatur sind die frühen Zeugnisse über das Warschauer Ghetto anders als in der deutschen vielfach dauerhafter Bestandteil eines Kanons geworden. Zum Beispiel die schon erwähnten Medaillone von Sofia Naukowska oder Jerzy Andrzejewskis Karwoche und eine ganze Reihe von anderen Texten. Und hier stellt sich ein bisschen die Frage nach den Ursachen für diese unterschiedliche Entwicklung in Deutschland und in Polen, in Deutschland, wo eben die meisten dieser Texte marginalisiert waren. Neben den gesellschaftlich-politischen Gründen in Deutschland, die ich schon angesprochen habe, lassen sich auch eine Reihe von zum Teil textimmanenten Ursachen ausmachen. Zum Beispiel der Bericht von Zbigniew Lubetkin über die letzten Tage des Warschauer Ghettos, wie er heißt, der Ende der 40er Jahre auf Deutsch erschienen ist, in einer Publikationsreihe der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, war mehr
Also es war ein schmales Heft, war mehr ein Zeugnis davon, dass es jüdischen Widerstand gegeben hat und weniger davon, wie der Widerstand im Warschauer Ghetto funktioniert hat. Das heißt, über den Widerstand an sich erfährt man in dem Text relativ wenig. Und dieser Bericht sollte wohl auch dazu dienen, vielleicht der VVN ja, eine mittelbare Stärkung oder Legitimation ihrer politischen Position in Nachkriegsdeutschland zu bringen. Das wäre eine These. Das macht nicht zuletzt auch das Nachwort deutlich, das Nachwort des jüdischen Arztes und Kommunisten Friedrich Wolf, der später der erste Botschafter der DDR in Polen war. Wolf schreibt, ich zitiere, das alles klingt wie eine Legende, aber es ist nur eine winzige Episode, eine aus hunderten Episoden dieses großen Heldenliedes, das viele unserer Zeitgenossen miterlebten, ohne es zu kennen und zu wissen. Dieses Heldenliedes, das noch geschrieben werden muss und geschrieben wird, dieser großen Epopöe der aufrechten, todesmutigen Widerstandskämpfer vieler Länder Europas gegen die Schmach faschistischer Henker. Das heißt, hier beginnt schon so eine Einschreibung in ein allgemeines antifaschistisches Narrativ. Der Vergleich mit Bernhard Goldsteins Buch »Die Sterne sind Zeugen« kann hier vielleicht auch ein bisschen erhellend wirken. Es ist 1949 auf Deutsch publiziert worden, zuvor auf Englisch und Jiddisch. Anders als Lubetkins Text ist Goldsteins Buch später noch in mehreren Taschenbuchausgaben erschienen und gehörte lange Zeit zu den wenigen Büchern, die überhaupt über das Warschauer Ghetto und den dortigen Widerstand auf dem Buchmarkt der Bundesrepublik erhältlich waren. Die Frage ist, warum Goldstein und nicht Lubetkin? Implizit habe ich die Antwort eigentlich schon gegeben. Goldstein schildert detailliert das Ghetto und den Widerstand und seine Schilderung ist auch literarisch ambitionierter, komponierter und kommt damit auch letztendlich Leserbedürfnissen stärker entgegen. Entscheidend aber könnte vielleicht noch ein anderer Faktor gewesen sein, denn Goldstein, der aus der jüdischen Arbeiterbewegung der Vorkriegszeit stammte, aus dem Bund, erlebte nach dem Kriegsende in Polen neue Verfolgung, musste emigrieren und hat dann im Exil den Text veröffentlicht. Und dieser Teil seiner Geschichte fügt sich natürlich nahtlos ein in den ungebrochen wirkmächtigen Antikommunismus in der Bundesrepublik und war vielleicht ein Grund unter anderem, warum dieser Text zum Kanon führte. Andere Gründe sind, dass eben diese Texte, die deutschsprachigen Texte, häufig im Exil entstanden sind und wie zum Beispiel das Drama von Max Zweig über das Ghetto Warschau, den Aufstand dort, das 1947 im Exil entstanden ist und in Deutschland kaum zur Aufführung kam, weil es zum einen nicht im Lande selbst publiziert worden ist und das Theater dieser Zeit sich mit anderen Fragen beschäftigte, eben mit Fragen, die die sogenannte Zusammenbruchgesellschaft in Deutschland interessiert haben. Wolfgang Borcherts »Draußen vor der Tür« ist das bekannteste Beispiel, später dann Zuckmeyers »Des Teufels General«. Aber auch in Polen sind längst nicht alle dieser Texte in den Kanon eingegangen. Manche Texte, die wie zum Beispiel Marek Edelmanns Bericht über den Widerstand im Warschauer Ghetto, das auch den Untertitel trägt, der Anteil des Bundes an der Verteidigung des Warschauer Ghettos ist 1945 in relativ kleiner Auflage erschienen, danach nicht wieder, denn diese Erzählung Edelmanns, der sehr stark auch den Anteil des Bunds im Widerstand betont, passte dann nicht mehr in die politische Landschaft Polens, wo der Bund wenige Jahre nach dem Krieg verboten wurde. Er wurde erst in den 90er Jahren wieder veröffentlicht. Andere Texte, vor allem jüdischer Verfasser, gerieten zumindest in Polen schnell wieder in Vergessenheit, da sie eben auch an sensiblen Punkten des polnisch-jüdischen Verhältnisses rührten, die seinerzeit noch mit einem strikten Tabu belegt waren. Sie warfen den Polen eine passiv-freudige Haltung der Ermordung der Juden gegenüber vor, ein Im-Stich-Lassen des jüdischen Widerstands und vieles andere mehr. Andere, das sagte ich bereits, ordneten den Widerstand und die Leidensgeschichte in Warschau in eine quasi teleologisch ausgerichtete zionistische Erzählung ein und auch diese Erzählung war in Polen bald schon politisch inopportun, sodass diese Texte nicht mehr neu aufgelegt wurden.
Das Warschauer Ghetto, so könnte man vielleicht am Schluss zusammenfassen, war sehr früh und nachhaltig schon ein zentraler, auch literarischer Erinnerungsraum in der polnisch-jüdischen Literatur, während eben die deutschsprachigen Texte rasch und bisweilen eben nachhaltig bis heute der Vergessenheit anheimgefallen sind. Wie sehr das Warschauer Ghetto auch über Deutschland und Polen hinweg präsent war und welche hohe Bedeutung das hatte, das haben wir, glaube ich, schon in mehreren Präsentationen gemerkt, zum Beispiel in der bildenden Kunst heute oder wir haben gestern von den Feierlichkeiten in Paris unmittelbar nach dem Krieg gehört und vieles andere mehr. Und damit möchte ich schließen und danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Roth. Und jetzt darf ich vorstellen Dr. Annette Dietrich von der Universität Bremen zusammen, aber nicht gleichzeitig mit Dr. Konstanze Hanitsch der Universität Greifswald. Und ihr Thema ist früher mediale Aufarbeitungsversuche zwischen kritischer Aufarbeitung und vergeschlechtlicher Verschiebung. Danke. Ja, Konstanze Hanitsch und ich möchten uns auch noch mal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Wir haben verschiedene Medien ausgewählt, über die wir jetzt sprechen möchten, nacheinander. Wir haben uns doch dagegen entschieden, gleichzeitig zu sprechen im Chor. Die von uns gewählten Beispiele früher medialer Aufarbeitung zeichnen sich durch Ambivalenzen auf mehreren Ebenen. Diese bestehen darin, dass zum einen die nationalsozialistischen Verbrechen öffentlich verurteilt und bearbeitet, zum anderen Schuld und Verantwortung oftmals verschoben wurden. Letzteres zeigt sich insbesondere anhand geschlechtlicher Kodierung. Die Kategorie Geschlecht strukturiert nicht nur die Erinnerung an den Nationalsozialismus, sondern ist zugleich zentral für die filmische oder mediale Narration. Geschlechterkonstruktionen, also Geschlecht hier verstanden als Strukturkategorie, prägen oftmals unbewusst und implizit die Wahrnehmung, Beschreibung, Bewertung und Interpretation des Nationalsozialismus. Die Biografien der Regisseure und Schauspielerinnen sowie die Narrationen der untersuchten Produktionen legen Zeugnis ab von dem Spannungsverhältnis, das zwischen dem Versuch einer kritischen Aufarbeitung der Vergangenheit und dem Bedürfnis eines nationalen Neuanfangs bestand. Diese Ambivalenzen verdeutlichen, dass die künstlerischen Aufarbeitungsversuche auch immer mit den jeweiligen Entschuldungsdiskursen ihrer Entstehungszeit verbunden sind. Angesichts der Zeit steht die Analyse der drei von uns gewählten Beispiele im Mittelpunkt. Das ist zum einen Die Mörder sind unter uns, Regie Wolfgang Staute von 1946, Der Verlorene, Regie Peter Lorre von 1951 und die Novelle Das Brandopfer von Albrecht Goes von 1954. Mit diesen Beispielen wollen wir verschiedene Zugänge zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit Täterschaft und der Schuld aufzeigen und die Funktion der Kategorie Geschlecht herausarbeiten. Geht es weiter? Gar nicht, okay. Okay, danke. Die Mörder sind unter uns, von der DEFA produziert und der erste deutsche Spielfilm der Nachkriegszeit, wurde am 15. Oktober 46 Uhr aufgeführt, einen Tag vor der Vollstreckung der Todesurteile gegen die Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Prozess. Der Titel ist Verurteilung und Abgrenzung zugleich. Zum einen werden die nationalsozialistischen Täter eindeutig als Mörder bezeichnet, zum anderen wird ein Wir evoziert, das nicht zu diesen Mördern gehört. Imperativer Anruf und Selbstkonstituierung als unschuldig stehen sich hier gegenüber und lassen sich auf die deutsch-deutsche Vergangenheitspolitik der Zeit übertragen. Wolfgang Staute war dabei einer der wenigen Regisseure, der zunächst in Ost-, später in Westdeutschland sich immer wieder mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzte, mit unterschiedlichem Erfolg.
Während der NS-Zeit war er jedoch Teil der nationalsozialistischen Unterhaltungsindustrie, wie auch seine Hauptdarstellerin Hildegard Knef und Ernst Wilhelm Borchardt. Borchardt war zudem SA-Mitglied. Staudte übernahm unter anderem in Jud Süß eine Statistenrolle und produzierte seinen ersten Spielfilm in der Zeit. Nochmal zur Geschichte. Der Arzt Dr. Hans Mertens kehrt traumatisiert aus dem Krieg nach Hause. Er ist voller Weltekel, den er mit Alkohol betäubt. Die Trümmer der zerstörten Stadt stehen hier sinnbildlich für die Verfasstheit der deutschen Gesellschaft nach dem Zusammenbruch des NS, insbesondere für die psychische Verfasstheit von Dr. Mertens. Susanne Wallner hingegen kommt aus dem KZ zurück in die Stadt. In ihrer Wohnung findet sie Mertens vor, der von ihrem Arbeits- und Aufbauwillen befremdet ist. Mit ihrer Geduld, Fürsorge und Liebe hilft sie ihm schließlich, wieder im Leben der Nachkriegsgesellschaft Tritt zu fassen. Mertens war Zeuge oder sogar mitbeteiligt an einer Erschießung von polnischen Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, die im weiteren Verlauf der Handlung verhandelt und auch gezeigt wird. Er bat zwar seinen Vorgesetzten, Hauptmann Ferdinand Brückner, um Gnade, verhindert die Hinrichtung jedoch nicht. Hauptmann Brückner lebt mittlerweile ohne Schuldgefühle mit seiner Familie und ist ökonomisch erfolgreich. Mertens will ihn erschießen, um zu sühnen. Susanne Wallner hält ihn im letzten Moment davon ab. Und das eigentliche Ende des Filmes, was Staudte angedacht hatte, die Selbstjustiz, musste Staudte auf Wunsch der sowjetischen Militärverwaltung verändern. Und insofern endet der Film nun mit dem Appell, den Kriegsverbrecher oder die Kriegsverbrecher anzuklagen und zu verurteilen. Die Mörder sind unter uns, geht recht weit in seinem Versuch der kritischen Aufarbeitung, vor allem für die damalige Zeit. Er fordert die Bestrafung der Kriegsverbrecher. Er zeigt die Gleichgültigkeit der Nachkriegsgesellschaft, auch, dass sie zulässt, dass Kriegsverbrecher unbeschadet weiter Karriere und Profit machen können. Vor allem zeigt der Film die Kriegsverbrechen der Wehrmacht der Polen und verwiesen sei an dieser Stelle nochmal auf den Mythos der sauberen Wehrmacht, der eigentlich erst in den 1990er Jahren durch die Debatten um die sogenannte Wehrmachtsausstellung aufgebrochen wurde. Im Vordergrund der Geschichte stehen jedoch die Qualen des Kriegsheimkehrers Mertens, der auch unter den auch von ihm getragenen und nicht verhinderten Verbrechen leidet. Dies knüpft an, dieses Bild, was da gezeichnet wird, an das weit verbreitete Bild des Kriegsheimkehrers als schwache, gebrochene Männlichkeit und als Opfer des Krieges. Dieses Motiv erweist sich als relevant für die Auseinandersetzung mit Schuld. Als Täter wird nur Mertens Vorgesetzter Brückner verhandelt. Die moralische Anklage des Täters und die Forderung nach Gerechtigkeit und Sühne geht einher mit der Selbstentschuldung oder Entschuldung der Mitläufer und Mittäter. Mertens wird im Film nicht als verantwortlich schuldig verhandelt. Diese Form der Entschuldung wurde bereits 1946 kritisiert. So schrieb bereits Wolf-Dietrich Schnurre nach der Premiere des Filmes, Zitat: Die Mörder sind unter uns, wir sind die Mörder. Auch Dr. Mertens ist der Mörder. Er tat, was wir alle taten. Er kapitulierte vor der Gewalt. Er zuckte die Schultern und ließ schutzlose Frauen und Kinder hinmorden. Und ausgerechnet diesen unschuldigen Durchschnittsdeutschen setzte man uns als rehabilitierten Haupthelden vor. Zitat Ende. Die Leiden der Opfer des Holocaust thematisiert Staudte kaum, beziehungsweise werden sie nur angedeutet. Die Opfer des NS treten hinter der allgemeinen Opferperspektive des Films zurück. Es ist sogar eine KZ-Überlebende, die von ihrer Zeit im Lager scheinbar unbeschadet zurückkehrt und zur Retterin des Kriegsheimkehrers wird. Auch im Hinblick auf die Kategorie Geschlecht eine beliebte narrative Konstruktion. Weiblichkeit versinnbildlicht dabei die Hoffnung auf einen versöhnlichen Neuanfang und steht zugleich für die Bewahrung der Gemeinschaft. Die Kunsthistorikerin Silke Wenck verweist in diesem Kontext auf den Fetischcharakter von Weiblichkeit. Diese wird zum Ersatzobjekt, auf die sich das individuelle und kollektive Bedürfnis nach Gemeinschaft und Unversehrtheit richten. Auf diesem Bild sieht man die gerade aus dem KZ gekommene Susanne Wallner. Sie läuft durch die zerstörte Stadt. Unversehrt geblieben ist nur, und man kann es in diesem Bild bereits sehen, eine Mutterfigur mit Kind,
hier nochmal größer. Ein Bild, das auf ihre zukünftige Rolle verweist. Eine Metapher für Liebe und Bewahrung der Gemeinschaft. Massimo Perinelli hat bereits mit seiner Analyse des Films Liebe 47 herausgearbeitet, dass sich im Nachkriegs- und Trümmerfilm oftmals ambivalente, brüchige Geschlechterkonstruktionen zeigen, die sich wie hier im schwachen Kriegsheimkehrer und der starken Trümmerfrau äußern. Das Motiv der heilenden Frau als Allegorie für Hoffnung und Zukunft verweist jedoch bereits auf den von der Vergangenheit abgewendeten Blick in die Zukunft. Dazu nochmal ein Bild, wo die beiden durch die Trümmer Berlins laufen. Und hier geschieht auch die erste Annäherung zwischen den beiden als Liebespaar, was natürlich symbolisch auch wichtig ist. Also der Blick erleuchtet von beiden und richtet sich nach vorne in die Zukunft. Im Verlaufe des Films wird Mertens mit Hilfe Wallners geläutert. Die Geschlechterverhältnisse werden restauriert. Mertens kann nun mit Hilfe Wallners wieder lieben, also sie, und damit auch wieder an die Menschheit glauben. Also so kann er nun auch wieder als Arzt arbeiten. Das konnte er vorher nicht. Er konnte kein Blut mehr sehen. Er wird durch sie in die Gesellschaft wieder integriert und erlangt seine Handlungsfähigkeit zurück. Das private Glück wird so zum Weg, um der Vergangenheit zu entkommen. Mit Mertens Heilung und Reintegration geht zugleich seine Remaskulinisierung einher, die unmittelbar mit dem Neuaufbau Deutschlands und einer Demokratisierung verbunden ist. Die schuldreflektierende Männlichkeit Mertens wird der Männlichkeit Brückners, dem Kriegsgewinnler und nicht bereuenden Kriegsverbrecher gegenübergestellt. Der Schatten der Vergangenheit holt Brückner in Form des anklagenden Mertens ein. Er muss aber quasi von außen geworfen werden. Eine neue Männlichkeit tritt an die Stelle der alten. Es bedarf der Anklage und Bestrafung, die der Film durch eine Überblendung, die Brückner hinter Gitter bringt, bereits vollzieht. Die jüdischen Opfer werden hingegen in der Schlusseinstellung durch die christliche Symbolik eines Soldatenfriedhofs ausgeblendet. Das Schlussbild zeigt zwei erschöpfte Lanzer, die von den Kreuzen eines christlichen Gräberfeldes überblendet werden. Die Trauer des Verlusts bezieht sich insofern am Ende auf die eigenen gefallenen Soldaten. Und damit kommen wir zu den nächsten beiden Beispielen und ich übergebe an. Ja, wir kommen nun zu unserem zweiten Beispiel, Der Verlorene von Peter Lorre aus dem Jahr 1951. Falls mein Film auch nur einem einzigen Menschen hilft, sein Gewissen zu erleichtern, dann wird er nicht umsonst gemacht sein. So der jüdische Remigrant Peter Lorre über seinen Film Der Verlorene. Mit diesem Film konnte er seinen Wunsch, den die Nazis 1933 vereitelt hatten, selbst Regie und Hauptrolle zu übernehmen, verwirklichen. Der Verlorene wurde am 9. September 1951 auf der Biennale uraufgeführt. Von der künstlerischen und cineastischen Kritik durchweg gelobt, lief er jedoch nur 2 Wochen in den deutschen Kinos. Der Film, dessen Handlung zwischen 1943 und 1945 angesiedelt ist, ist dem Genre des Film Noir zuzuordnen. Er verbindet eine Kriminalgeschichte mit einem politischen Plot. Eine zeitgenössische Kritik bezeichnet den Film als, Zitat, expressionistische Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, Zitat Ende. Die Handlung, die auf einer Zeitungsnotiz und einer Erzählung von Maupassant beruht, ist folgende. Dr. Karl Rothe, gespielt von Peter Lorre, führt medizinische Versuche durch. Er muss erfahren, dass seine Verlobte ein Verhältnis mit seinem Assistenten Lösch hatte und darüber hinaus dem Ausland seine Forschungsergebnisse übermittelt hat. Heimgekommen trifft er auf seine Verlobte und ermordet sie. Er verliert jedoch unmittelbar die Erinnerung an diesen Tatvorgang. Dieser Mord wird durch den Assistenten und die Gestapo, der er ja unterstellt ist, gedeckt. Doch Rothe ermordet noch eine weitere Frau und eine Prostituierte entgeht ihm nur, weil sie ihn als, Zitat, Todmacher, Zitat Ende, erkennt. 1945 treffen der Assistenzarzt Lösch und Rothe in einem Lager für Flüchtlinge wieder aufeinander.
Grote ist dort unter falschem Namen, Dr. Neumeister, als Lagerarzt tätig. Es kommt zu einem nächtlichen Gespräch zwischen den beiden, in dem Grote, Neumeister, prüft, ob Lösch Reue über das Vergangene zeigt. Doch im Gegensatz zu ihm zeigt Lösch kein Einsehen in die verbrecherische Zeit des Nationalsozialismus. Im Gegenteil, er versteht auch nicht, weshalb Grote ihm vorwirft, seinen Mord gedeckt zu haben, weil er ihn, ja, wo Tausende starben, gerettet habe. Es sei eine gute Tat gewesen. Das Gespräch endet damit, dass Grote Lösch erschießt und selber Selbstmord begeht. Die Bewertungsstelle der Dender schrieb über Der Verlorene, dass der Film zeige, Zitat, bis zu welcher Vernichtung des Individuums ein diktatorisch gelenktes Staatswesen führen kann. Zitat Ende. Kritisch beschreibt sie die Morde an den Frauen, die, Zitat, in pathologischer Umnachtung, Zitat Ende, geschehen. Zitat, eine letzte Begründung, Zitat Ende, dieser Taten liefere der Film nicht. Da die bewusste Entscheidung für die Ermordung der Frauen fehlt, kann jedoch, so unsere These, anhand der Frauenmorde eine unschuldig-schuldige Täterfigur geschaffen werden. Dr. Grote, die eben im expressionistischen Setting des Films an die Figur des Dr. Jekyll und Mr. Hyde erinnert. Dies stellte auch die Filmwissenschaftlerin Sabine Hake als Leitmotiv des Verlorenen dar. So sehen wir den Arzt Dr. Grote, bevor er seinen ersten Mord begeht, sich selbst im Spiegel betrachtend. Also die Bildreihe beginnt dort oben, wo er die Hand über sein Gesicht zieht. Man sieht die Blutspuren, er erkennt sie und erwischt das Blut von seinem Gesicht. Sein Spiegelbild scheint eben losgelöst von ihm bereits zu existieren und die Tat ist, ob er will oder nicht, bereits vorgezeichnet. Die Morde hingegen werden verdeckt, finden nur im Black statt, das durch den Schatten des Mörders, der auf sein Opfer fällt, entsteht. Das ist der erste Mord und das ist der zweite. Bezieht man Loris Aussagen mit ein, dass der Verlorene, Zitat, ein Reportagespielfilm mit künstlerischer Verdichtung, Zitat Ende, sei und mit ihm ein, Zitat, neuer Realismus, Zitat Ende, geschaffen werden sollte, kann festgehalten werden, dass nicht das Motiv der Tat, sondern vielmehr die Schuld im Zentrum steht. Die Frauenmorde dienen der symbolhaften Verschiebung der Verbrechen des Nationalsozialismus in eine Sphäre der Unerklärbarkeit, visualisiert zum Beispiel in der Schwärze, dem Schatten, der auf die Opfer fällt. Der Tod ist gleichsam mit einem Bilderverbot belegt und die Shoah im doppelten Sinne tabuisiert, da diese weder benannt wird, noch die Opfer als Jüdinnen dargestellt werden. Die Verbrechen des Nationalsozialismus werden in dem durch den Staat gedeckten Mord, der zu einem weiteren Mord führt, da er das Böse, den Hyde in Dr. Rothe geweckt hat, symbolisiert. Grote ist nicht Herr seiner Sinne, wenn er die Morde begeht, aber, und das ist einmalig im deutschen Kino der damaligen Zeit, er erschießt am Ende bewusst und willentlich denjenigen, der nicht bereut und Grotes Tat deckte. Der Selbstmord Grotes stellt darüber hinaus eine klare ikonografische Bezugnahme auf den Holocaust dar. Er lässt sich von einer Lok überrollen. Dem empathie- und gewissenlosen Nazi Lösch wird somit der seine Schuld bereuende Rote gegenübergestellt. Die nationalsozialistische männliche Täterschaft zwischen Dämonie und Rationalität aufgeteilt. Diese Deutung von NS-Täterschaft legte bereits 1940 der nach London emigrierte Sebastian Haffner in seiner Studie Germany, Jekyll and Hyde 1939, Deutschland von innen betrachtet, nahe. Ein kleines Zwischenfazit. Die Mörder sind unter uns, wir sind die Mörder, stellte Dietrich Schnurre nach der Premiere von Die Mörder sind unter uns fest. Und es erweist sich, dass die von uns dargestellten Beispiele dem Versuch unterliegen, nationalsozialistische Täterschaft auszudifferenzieren. Und dafür wird die Kategorie Frau als Garant für Unschuld herangezogen. Sie ermöglicht die Konstruktion eines unschuldig schuldigen Mannes. Unser letztes Beispiel ist eine Novelle aus dem Jahr 1954. Sie wurde auch 1962 im westdeutschen Fernsehen verfilmt. Im Folgenden beziehe ich mich jedoch nur auf die Novelle. Der Schriftsteller Albrecht Göss, ein Freund Martin Bubers, erhielt für diese Novelle das Brandopfer 1978, also beinahe 20 Jahre nach deren Ersterscheinen, die Buber-Rosenzweig-Medaille.
Der Autor war von 1942 bis 1945 Soldatenpfarrer. Die Novelle erzählt von einer Metzgersfrau, die im Krieg an die letzten Juden und Jüdinnen der Stadt Fleisch verkauft. Sie erlebt dabei deren Elend. Sie erlebt auch, wie die SS Besucher abstattet und die bevorstehenden Deportationen und Ermordungen erzählt. Sie wird bei einem Bombenangriff verlässt sie ihr Haus, das von einer Brandwaffe getroffen wird, nicht. Sie wird von einem Juden, dem der Bombenkeller verboten war, aus dem brennenden Haus gerettet. Er berichtet darüber nach dem Krieg und schildert ihr Erwachen, nachdem er sie aus dem Haus getragen hat. Sie, Zitat, lächelte einen Augenblick, aber dann erstarb das Lächeln und sie sagte, er hat es nicht angenommen. Was? Fragte ich. Das Brandopfer. Wer? Gott hat es nicht angenommen. Zitat Ende. Holocaust Homer, in der lateinischen Bibelversion als Brandopfer bezeichnet, beschreibt im Alten Testament das verbrannte Opfer, das zum Himmel aufsteigende Opfer. Unter anderem wird in der Geschichte um Abraham und Isaak von einem Brandopfer gesprochen. Abraham erhält von Gott den Befehl, seinen ältesten Sohn als Brandopfer darzubringen. Doch Gott hält Abraham im letzten Moment zurück. Der Wille Abrahams, der hinter seiner Entschlossenheit stand, für Gott seinen Sohn zu opfern, ist es, der von Gott Anerkennung erfährt. Und so ist es Frau Walkers Wille, sich selbst zu opfern, der in ihrem Brandmal, das sie im Gesicht trägt, lebenslang verankert ist. Sie vereinigt in sich die Erinnerung an die jüdischen Opfer und den Bombenkrieg gegen Deutschland. Als weibliche Erlöserfigur, die die Last zu mahnen und zu gedenken auf sich nimmt, steht sie außerdem für einen christlich-jüdischen Dialog, der dem Antisemitismus eine klare Absage erteilt, jedoch eine eigene Opferposition behauptet. Wie René Girard in seiner Studie über das Heilige und die Gewalt dargestellt hat, dient das unschuldige Opfer, das für einen Schuldigen oder für eine Schuld geopfert wird, der Aufhebung von Gewalt, das heißt zum Beispiel der Rache. Im Gegensatz dazu schafft das Opfer aber Gemeinschaft. Die Novelle Das Brandopfer ist ein früher Versuch, diese Gemeinschaft auf der Grundlage jüdisch-christlicher Versöhnung herzustellen. Sie stellt erstmals in der deutschen Literatur das Leiden der jüdischen Opfer in den Mittelpunkt, jedoch werden diese durch das Selbstopfer der Frau nahezu überdeckt. Wir kommen zum Fazit. Die drei von uns gewählten Beispiele zeigen unterschiedliche Umgangsweisen in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Schuld. Ausgangspunkt für alle diese Erzählungen filmischer und literarischer Art ist die Tatsache, dass die Vernichtung der Jüdinnen und Juden Deutschland 1945 als eine Gemeinschaft von Mördern zeigte. Die zu dieser Zeit rein männlich gedachte nationalsozialistische Täterschaft galt es auszudifferenzieren. Die Kategorie Frau erweist sich bei der Auseinandersetzung mit nationalsozialistischer Täterschaft als bedeutend für die Ausdifferenzierung dieser Männlichkeit, da Frau mit Unschuld gleichgesetzt wird. So erfolgt in Die Mörder sind unter uns und in Der Verlorene durch den starken funktionalen Bezug auf Weiblichkeit die Konstruktion eines unschuldig Schuldigen. Weiblichkeit fungiert in Die Mörder sind unter uns als Wahrung der Gemeinschaft, als Möglichkeit des Neuanfangs und Allegorie der Hoffnung auf Zukunft. Die Remaskulinisierung der deutschen Nation symbolisiert in dem unschuldig schuldig gewordenen und nun geheilten Dr. Mertens geht einher mit einer weiblichen Kodierung des Fürsorgestaates. Aus dieser Komplementarität der Geschlechter kann dann eine neue Nation entstehen, die die Verbrechen des Nationalsozialismus bereut und die Schuldigen richtet. Im Gegensatz dazu zeigt Der Verlorene keinen positiven Blick in die Zukunft. Der letzte Blick ist nach innen gerichtet, und das Werkzeug der Deportation und der Vernichtung der Jüdinnen und Juden richtet den reuevollen Mörder. Weiblichkeit füllt in dieser expressionistischen Auseinandersetzung, die irreale Züge hat, die Leerstelle des Mords an den Jüdinnen und Juden. Auch hier gibt es, wie in Die Mörder sind unter uns, einen Hauptverantwortlichen, der den Staat vertritt. Unser letztes und historisch betrachtet auch eben jüngstes Beispiel verhandelt die Erinnerung an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und die Errichtung eines Mahnmals in dem Brandzeichen im Gesicht einer christlichen Frau. Vor dem Hintergrund, dass christliche Symboliken im vergangenheitspolitischen Diskurs in Westdeutschland die jüdischen Opfer verdeckten bzw. vereinnahmten, wie sich dies bereits in der Schlusssequenz aus Die Mörder sind unter uns abzeichnete,
ist Goeß' Novelle das Brandopfer auf Rezeptionsebene ambivalent zu betrachten. Als Möglichkeit eines interreligiösen Dialogs, der auf Versöhnung zielt, ist hervorzuheben, dass Goeß' Novelle als eine der einzigen seiner Zeit in Deutschland die Leiden der Opfer in den Mittelpunkt stellte. Betrachtet man jedoch diese Figur des weiblichen Selbstopfers von heute aus, so erinnert sie an die zentrale Mahnfigur für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands in Berlin in der Neuen Wache errichtet wurde. Diese Figur, eine Pieta, die um ihren gefallenen Sohn trauert, schließt, da sie in einen eindeutigen christlichen Bezug hat, die jüdischen Opfer aus, wurde jedoch aufgrund der allgemeinen Gültigkeit von Weiblichkeit und Mütterlichkeit gewählt. Die weibliche Allegorie stellt eine Form der geschlechtlichen Verschiebung dar, darauf verwiesen unter anderem auch Silke Wenck und Katrin Hoffmann-Curtius, die nationalsozialistische Täterschaft, die Shoah und die Erinnerung an die Leiden der Opfer einerseits versucht, dem Vergessen zu entreißen, andererseits jedoch in einer harmonisierenden und versöhnenden Geste die Grenzen zwischen Opfern und Täterinnen verwischt, indem sie eine Politik des Universalmenschlichen unterstützt. Es kann demnach festgehalten werden, dass Weiblichkeit als, Zitat von Christina Thürmer-Rohr, die den Begriff der weiblichen Mittäterschaft prägte und darauf hinwies, dass Frauen nicht unschuldig in dieser Welt existieren, auch wenn sie auf symbolisch-metaphorischer Ebene als unschuldig erscheinen mögen, Zitat Putz- und Entseuchungsmittel, Zitat Ende, in den frühen fiktionalen Auseinandersetzungen mit den Verbrechen des Nationalsozialismus eingesetzt wird, jedoch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Dr. Hanitsch. Und jetzt kommen wir als Letzte zu Dr. Hans-Joachim Hahn aus der ETH Zürich und gleichzeitig Karl-Franzens-Universität Graz. Und sein Thema ist früher literarische Reflexionen des Holocaust in deutscher Sprache. Ja, ich möchte natürlich auch zunächst nochmal dem Dank mich anschließen, der nun schon oft gefallen ist, ans Wiesenthal-Zentrum hier sprechen zu können. Ich würde gerne drei kleine Vorbemerkungen machen. Das eine ist von Katrin Hoffmann-Curtius genannte, den Wettstreit der Künste, den sozusagen nochmal aufzugreifen und mich zu fragen, wie eigentlich in diesem Wettstreit der Künste die Literatur letztlich abschneidet, in dem Versuch sozusagen die Verbrechen sichtbar zu machen. Zum anderen, Sie hatten deutlich gesagt, dass Sie einen breiten Holocaust-Begriff der Holocaust-Literatur vertreten. Das, was ich hier an vier Texten vorstellen werde, ist definitiv keine Holocaust-Literatur und dennoch eine Literatur, die irgendwie vom Holocaust handelt. Und vielleicht noch als Letzte, ich fand auch die Idee der Maulwurf-Perspektive eigentlich sehr schön, hätte sie gerne richtig eingenommen. Das verfehle ich leider auch. So, die Autorinnen und Autoren deutscher Sprache, die in ihrer Literatur auf den Genozid an den Juden Europas reagierten, taten dies auf der Grundlage unterschiedlicher Erfahrungen, Perspektiven und ideologischer Prägungen. Handelt es sich um Verfolgte, jüdische und nichtjüdische, die im Exil, im Versteck oder eines der Vernichtungslager überlebt hatten, oder waren es nichtjüdische Autorinnen und Autoren, die in Deutschland geblieben waren, hatten sie während des NS veröffentlicht oder nicht, waren sie selbst Nazis oder Täter gewesen und so fort. Es lassen sich unterschiedliche und natürlich keineswegs immer eindeutig zu charakterisierende Zugehörigkeiten, Erfahrungen und Verhaltensweisen beschreiben, die das ausmachen, was Dominik Lacapra die Subjektposition genannt hat. Roll Hilbergs heuristisches Schema von Täter, Opfer, Mitläufer und Zuschauer veranschaulicht solche Subjektpositionen. Offensichtlich ist, dass sich die literarischen Deutungen der Vernichtung nicht zuletzt in Abhängigkeit von diesen Sprecherpositionen unterscheiden. Die konkreten Erfahrungen mit der Vernichtungspolitik beeinflussten die literarische Darstellung ebenso wie ideologische Wahrnehmungsmuster. Dabei gehört zu den Einflussfaktoren natürlich auch die politische Gesamtlage in den Nachkriegsjahren, inklusive der von den Alliierten unternommenen Versuchen einer juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Ein Teil der Forschung zur deutschsprachigen Nachkriegsliteratur postuliert,
dass die Vernichtungspolitik auch alle Kultur, zumindest in einem emphatischen Sinne verstanden, zerstört hatte. Zugleich galt die deutsche Sprache als Sprache der Täter und damit als kontaminiert. Vereinzelt wurde ein solches Sprachbewusstsein in den ersten Jahren nach dem Holocaust artikuliert. Stefan Bräse etwa erinnerte vor einigen Jahren daran, dass Heinrich Mann 1947 noch im kalifornischen Exil formulierte, Zitat, keine Täuschung. Wer jemals Deutsch schrieb, deutschen Ruf erwarb, ist in Gesellschaft aller Deutschen ohne Ausnahme mitgenommen worden nach Kiew und Majdanek. Soweit das Zitat. Über die beiden Orte sind das Massaker von Babi Yar und das bei Lublin gelegene Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek aufgerufen worden. Manns Aussage lässt sich natürlich als Aufforderung deuten, an die deutschsprachige Nachkriegsliteratur dem Genozid an den europäischen Juden eingedenk zu bleiben. Und dieser der impliziten moralischen Dimension entspricht diese Literatur offensichtlich nur sehr, also zu teilen. Ein Blick auf die literarische Produktion in deutscher Sprache aus den ersten Nachkriegsjahren zeigt eine Reihe von sehr heterogenen Texten verschiedener Genres, die auf sehr unterschiedliche Weise auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik Bezug nehmen. Noch vorsichtiger formuliert kann in Anlehnung an Saul Friedländer von Reflexionen gesprochen werden, vom nicht immer begriffenen Widerscheinen des NS und seiner Verbrechen. Dabei hat die in der Forschung vertretene Auffassung, dass eine Thematisierung des Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur im Vergleich zur Bearbeitung anderer Themen eher marginal blieb, natürlich ihre Berechtigung. Es gibt aber explizite Darstellungen, Sie haben mir auf einige hingewiesen. Ich werde selber hier auf Stefan Hermlins Erzählung Die Zeit der Gemeinsamkeit eingehen, die eben auch den Warschauer Ghettoaufstand thematisiert. Mit allen möglichen Ambivalenzen natürlich. Häufig handelte es sich eher um Andeutungen und Darstellungen zwischen den Zeilen, die dennoch meines Erachtens Friedländers These bestätigen, dass die Ermordung der europäischen Juden als Gipfel des Nazi-Verbrechertums und dessen fundamentaler Ausdruck zugleich, Zitat, das eigentliche Kernstück der deutschen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gewesen sei. Und das eben in all seiner Ambivalenz. Denn die literarischen Bearbeitungen legen nahe, dass hier bestenfalls etwas zum Ausdruck rang, was auf fundamental Unverarbeitetes verwies. Neben einigen später kanonisierten frühen Gedichten Paul Celans, Todesfuge etwa, oder den weniger bekannten Arbeiten ebenfalls verfolgter jüdischer Autorinnen wie Gedichten von Ilse Blumenthal-Weiß, Ilse Eichingers in der jetzt wieder germanistischen Forschung, lange unterschätztem Roman Die größere Hoffnung von 1948 oder Ralf Giordanos Erzählung Morris, Geschichte einer Freundschaft, die ebenfalls 1948 erschien, finden sich Texte, die nicht von Verfolgten stammen. Zu nennen wäre etwa Hermann Kasachs Die Stadt hinter dem Strom, die 1947 erschienen, Luise Rinsers Jan Lobel aus Warschau, 1948, Hans-Werner Richters Sie fielen aus Gottes Hand von 1949, Heinrich Bölls Roman Wo warst du, Adam von 1951 oder auch Kurt Ziesels Daniel in der Löwengrube, erschienen 1952. Ziesel, ein Nationalsozialist, der sich weiterhin zu seinen früheren Überzeugungen bekannte, ließ in seinem Roman, der bei Erscheinen auf ein teilweise positives Echo stieß, einen nichtjüdischen Deutschen in ein Ghetto geraten und kontrafaktisch bei der Liquidierung des Ghettos Opfer einer Massenerschießung werden. Der Roman überhöht den unfreiwilligen Opfergang seines Protagonisten zu einer Passionsgeschichte, die sich zudem explizit antisemitischer Figuren bedient. Diese teilweise immer noch wenig erforschte Literatur verspricht vor allem Aufschlüsse über die von der Tagung gestellten Fragen nach den jeweiligen politisch-moralischen Interessen, die sich mit den Bemühungen verbanden, die Vergangenheit aufzuarbeiten. In ihnen zeichnen sich Probleme der Vergangenheitsbewältigung ebenso ab wie Ursachen für Tabuisierungstendenzen. Das wäre eine These. Wenn Literatur in der literaturgeschichtlichen Rekonstruktion nicht bloß auf ihre Eignung zur Einreihung in den Kanon einer Nationalliteratur geprüft, sondern primär als Teil sozialer Kommunikation verstanden wird, erweitert sich nochmals das Spektrum der zu untersuchenden Texte. Und ein erstes Beispiel mit einem Bild vorstellen. Alfred Döblin nahm als Berichterstatter für die französische Presse am Nürnberger Prozess teil. Unter dem Pseudonym Hans Fiedeler veröffentlichte er 1946 eine Broschüre, der Nürnberger Lehrprozess, die in einer Auflage von 200.000 Stück vertrieben wurde. Dieser operative Text eines bedeutenden Exilautors, Teil der alliierten Re-Education-Politik,
gehört zur Auseinandersetzung um politische und kulturelle Standortbestimmungen nach Auschwitz. Der Holocaust wird von Döblin nicht direkt thematisiert, sondern in universalisierender Darstellung und in Analogie zu der Nürnberger Kategorie als Verbrechen gegen die Menschheit den anderen Verbrechen zugeordnet. Döblins narrative Strategien und moralischen Überzeugungen unterscheiden sich zugleich signifikant von denen einer nicht exilierten deutschen Nachkriegsautorin, die zusammen mit ihrem Mann dem NS-Regime ferngestanden und zeitweilig auch erwogen hatte, zu emigrieren, Marie-Louise Kaschnitz. Kaschnitz verfasste schon Ende 1945 einen Essay zur Schulddebatte. In beiden Texten geht es um die Frage nach dem individuellen Verhalten von Angehörigen der deutschen Bevölkerung während des NS. Döblins Erzähler spricht in erkennbar erzieherischer Absicht als Teil des deutschen Kollektivs. Ein Zitat: Es hat in Nürnberg das Riesentheater begonnen und wir folgen der Darbietung in einer besonderen Spannung. Denn es kommt uns vor, als ob wir nicht bloß da unten als Zuschauer säßen. Wir fühlen uns intensiv beteiligt und debattieren unter uns, wie wir beteiligt sind. Und hier vielleicht noch ein Bild aus der Broschüre, das einen im Kaltenbrunner hier zeigt und darunter, das ist das einzige Bild, das auf die Verbrechen explizit Bezug nimmt, was aber natürlich zur Gesamtkonzeption des Aufklärungstextes dazugehört, also dass hier mit Bildtext gearbeitet wird und eben die Gestalten, die Angeklagten als Repräsentanten eben hier abgebildet sind und zugleich eben mit den Verbrechen unmittelbar in Verbindung gebracht werden und eher dann über das Narrativ genau den Bezug herstellt zu den zum gesamten sozusagen deutschen Kollektiv. Der Theatervergleich dient hier nicht als Abwertung des Prozesses, sondern im Gegenteil zu dessen Aufwertung im Sinne von Schillers Idee der Schaubühne als moralischer Anstalt, also eine ganz klassische Figur. Es ist diese Perspektivierung, die es jeweils zu rekonstruieren gilt, die recht unterschiedlich ausfällt, den Holocaust damit zumeist gegenwärtigen Interessen unterordnet in diesen Texten. Döblin greift gängige Abwehrmuster der Nachkriegsjahre auf, um sie argumentativ zu entkräften. Etwa die verbreitete Delegitimierung des Gerichtshofes in Nürnberg, weil er sich aus den Siegermächten aus, Zitat, feindlichen Ausländern zusammensetze. Dagegen hält der Autor dann fest, Zitat, wer also soll, wo große Nationen klagen, das Gericht bilden? Etwa wir selber? Über uns zu Gericht sitzen in eigener Sache, weil wir, gerade wir und allein wir unparteiisch wären? Auf diese hier rhetorisch angeführte Behauptung entgegnet er dann, aber wir hatten ja Gelegenheit gehabt, schon längst ein solches Gericht zu bilden. Die ganze Welt hat darauf gewartet. Wo sah man, wenn man einzelne Fälle beiseite lässt, im Krieg unsere Unabhängigkeit, unseren Willen einzuschreiten? So hat man ein Zitat. So geht er auf einige verbreitete Schutzbehauptungen ein, mit denen eine Verantwortung für die Verbrechen abgelehnt wurde. Zum Beispiel erinnert er daran, dass andere Völker trotz des NS-Terrors, den er nicht in Abrede stellt, dennoch wirksame Widerstandsaktionen unternommen hätten. Zugleich weist er darauf hin, dass sich Zahllose gar nicht benahmen, Zitat, als ob sie den Terror überhaupt als Terror empfunden hätten. Noch ein Zitat. Es scheint, Zahllose waren im Fall hier vorgebrachter Verbrechen nicht unparteiisch. Sie billigten sie. Manche billigen sie noch heute. Zitat Ende. Auf der doppelten Grundlage von Vernunft und Moral verfolgte Blin das Ziel, den Nürnberger Prozess zum Lehrprozess werden zu lassen, also wie der Titel ja schon sagt, der dazu beitragen soll, die zerstörte, Zitat, Menschlichkeit wiederherzustellen. Marie-Louise Kaschnitz wurde 1945 von dem mit ihr befreundeten Dorf Sternberger ganz weiter zur Mitarbeit in der vielleicht bedeutendsten deutschsprachigen Nachkriegszeitschrift Die Wandlung aufgefordert. Karl Jaspers, Werner Krauss und Alfred Weber gaben diese Monatsschrift zusammen mit Sternberger ab November 1945 heraus. Kaschnitz' Biografin Dagmar von Gersdorf schreibt über diese Tätigkeit, Zitat, sie, die von einem Kahlschlag oder Nullpunkt der Literatur nichts hielt, macht Vorschläge für einen Neuanfang, soweit das Zitat. Also bezugnehmend auf in der frühen Nachkriegsliteratur und dann später in der, vor allem in der Literaturgeschichtsschreibung, kurrente Topoi. 1948 wählt Kaschnitz die ersten Gedichte Paul Celans aus, die in Deutschland erscheinen. Theodor Eduard Dohle hält in seiner Dissertation über die Autorin andererseits fest, dass das Ende des Dritten Reichs
keine Unterbrechung ihrer literarischen Arbeit bewirkt habe. Und das ist hier sozusagen mit dem Bild kurz angedeutet. Elissa ist ein Erfolgsroman, den sie, glaube ich, 38 veröffentlicht, und die griechischen Mythen sind ebenso in der Zeit des NS, ich glaube, 43 erschienen. Diesem zweifelhaften Lob fügt er hinzu, dass angesichts der werkgeschichtlichen Kontinuität offensichtlich sei, Zitat, dass sie, also Kaschnitz, ihre geistige Richtung nach 45 nicht zu ändern brauchte, Zitat Ende. Und das scheint zumindest im Hinblick auf den Essay von der Schuld, das ist auch ein bisschen irreführend, weil das zwar die erste Ausgabe von der Wandlung ist und auch hier ein Essay von Kaschnitz zu finden ist, vom Ich. Tatsächlich ist aber der Essay, um den es mir geht, in der zweiten Ausgabe der Wandlung erschienen und davon habe ich aber kein Bild. So, also dieser Beitrag kann wohl als einer der ersten Beiträge um die Debatte der Kollektivschuld gelten. Zentrales Thema der Autorin ist die Zurückweisung des vermeintlich von den Alliierten erhobenen Vorwurfs einer pauschalen Kollektivschuld des deutschen Volkes. Darüber hinaus präsentiert sie eine parabelartige Deutung der nationalsozialistischen Verbrechen in Sprachbildern, die sowohl auf die deutsche Romantik als auch auf antike Mythen zurückgreifen. Auch bei ihr geht es nicht spezifisch um die Ermordung der europäischen Juden, sondern allgemein um Verbrechen an Menschen. Weil der Text implizit aber auf die Veröffentlichung von den die Befragung der Lager dokumentierenden Fotos Bezug nimmt, die zum Beispiel in den deutschen Wochenschauen gezeigt wurden und in den Ausstellungen, wir haben ja schon sehr vieles darüber gehört, gehörte, wenn auch unausgesprochen, zu den literarischen Reaktionen auf den Holocaust. Also das versuche ich hier noch zu untermauern. Ich will mich dabei auf weniges beschränken. Ein Zitat: Was wir jetzt erfahren, ist nur ein Lautwerden der Stimmen, die uns lange quälten und die erst unter den furchtbaren Sühneschlägen des Schicksals wieder zum Schweigen kamen. Zitat Ende. Das Jetzt lässt sich unschwer auf die Nürnberger Prozesse beziehen. Dem deutschen Kollektiv oder zumindest einem nicht unerheblichen Teil davon wird positiv unterstellt, es sei im Hinblick auf die NS-Verbrechen von fragenden Stimmen gequält worden. Die Verbrechen selbst werden wie ein schicksalhaftes Geschehen präsentiert, für das eigentlich niemand verantwortlich zu machen ist. Zum anderen wird ein Verstummen des eigenen Gewissens mit den furchtbaren Sühneschlägen des Schicksals begründet, die auf den alliierten Luftkrieg und die Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten hinweisen, ohne diese explizit zu nennen. Kriegsursachen und Folgen erscheinen so der politischen Verantwortung zuständiger Menschen und Kollektive enthoben. Der Krieg verwandelt sich in eine natur- und schicksalhafte Ereignisfolge. Kaschnitz konstruiert unter Berufung auf Hölderlin, Nietzsche und den Topos der großen Einsamen einen Konflikt der wissenden Zuschauer, wie sie es nennt, die mit den Verbrechen konfrontiert wurden. Auch wenn diese verschobene Zeugenschaft auf angedeutete Verbrechen kaum eindeutig auf den Holocaust zu beziehen ist, handelt es sich doch um eine Autorität beanspruchende Metaphorisierung, die als Verhältnisbestimmung zum deutschen Genozid an den europäischen Juden gewertet werden kann. Die Leser von Kaschnitz' Essay sollen sich die Erfahrung eines Menschen vergegenwärtigen, ein längeres Zitat, der auf einsamer Wanderung plötzlich in einiger Entfernung Hilferufe und alle Laute des Schreckens und der Qualen vernimmt. Er nähert sich einem einsam liegenden Haus, späht durch ein Fenster und begreift, dass dort drin ein schauerliches Morden sich vollzieht. Schon will er eingreifen, Einhalt gebieten, zumindest schreien. Aber die Absonderlichkeit des Vorgangs, bei dem in den Formen einer geheimnisvollen und schrecklichen Justiz mittelalterliche Folterung verübt wird, lässt ihn erstarren und über solchem Staunen wird der Augenblick des spontanen Zuhilfeeilens versäumt. Die Einsamkeit des Ortes, die Überzahl der dort drinnen ihres schauerlichen Amtes waltenden Männer macht sich geltend, ein Druck, der von anderen Mächten herzurühren scheint, als von der eigenen Todesangst, lähmt die Glieder des Zuschauers. Ein mehr als selbstsüchtiges Entsetzen schnürt ihm die Kehle zu. So wird das Zitat. Die Passage erinnert an Traumbilder, wodurch der Eindruck zusätzlicher Verfremdung entsteht. Es fällt auf, dass der Ort der Verbrechen exterritorialisiert und gewissermaßen aus der Zivilisation herausgenommen ist. Dieser Eindruck wird noch unterstrichen durch die zweifache Attribution des Adjektivs einsam, das noch einmal dann als Einsamkeit des Ortes substantiviert wiederholt wird. Damit aber sind die Verbrechen als den Blicken der Bewohner des Landes entrückt, geschildert als so verborgen, dass sie nur zufällig während einsamer Wanderungen in entlegene Gegenden überhaupt wahrgenommen werden können.
Erneut evoziert Kaschnitz die Figur des großen Einsamen, des der Masse abgekehrten Intellektuellen. Bezogen auf die tatsächlichen NS-Verbrechen, die in unzähligen KZ-Zuchthäusern, Außen- und Nebenlagern, den Euthanasieinstituten und auf den Todesmärschen auch im Reichsgebiet für die damalige Bevölkerung unübersehbar waren, bleibt die Darstellung natürlich auffällig inadäquat, weil von allen konkreten Details abgesehen ist und der moderne Massenmord gar als mittelalterliche Folterung romantisiert erscheint. Eigentlich müsste man länger auf diesen Text eingehen, es sind sehr viel mehr Sprachbilder, es ist okay, sozusagen nur ein kurzer Ausschnitt und ich springe jetzt zu einem dritten Beispiel, nämlich zu Stefan Hermlin. Stefan Hermlins bereits erwähnte Erzählung, die Zeit der Gemeinsamkeit, zeichnet sich dagegen durch eine klare Verortung des Dargestellten aus. Ein sich selbst als Wanderer charakterisierender Ich-Erzähler durchstreift das im Wiederaufbau begriffene Nachkriegs-Warschau und entwirft im Nachdenken über den Ghettoaufstand eine gesellschaftliche Zukunftsvision. Zwar werden darin Einzelheiten der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik benannt, wie der Umschlagplatz, die Deportationszüge der SS-Brigade General Stroop und Treblinka tauchen auf. Auch wird das bekannte jiddische Widerstandslied »Sorg nicht keinmal, als du gehst im letzten Weg« erwähnt. Zugleich aber instrumentalisiert die Erzählung den jüdischen Aufstand für eine Apotheose einer besseren und kommunistischen Zukunft, für die Warschau den utopischen Rahmen abgibt. Zitat: Als sei ich auf meinen jahrelangen Wanderungen an einen Ort gelangt, in dem sich die Kontinente reflektierten und die Ereignisse meines Lebens wiederholten, erscheint Warschau dem Ich-Erzähler wie ein Panorama seines Lebens, das ihn unter anderem in den Nahen Osten auch nach Alexandria, Haifa und Beirut geführt hatte. Über das Motiv des Wanderers sowie eine vage Evokation des Orients wird eine, wenn auch ambivalente, jüdische Zugehörigkeit des Ich-Erzählers angedeutet. Diese Ambivalenz teilen Autor und Erzähler. Und ich hatte hier noch sozusagen, nicht um es noch zu besprechen, das Gedicht Die Asche von Birkenau eingeblendet. Ich springe jetzt gleich auf die zweite Seite. Mir würde es hier nur um den Schluss gehen, den Sie sich anschauen können, wie sozusagen eine Sinnstiftung des Ganzen versucht wird. Über die Asche fliehen Lied des Todes, verklungen, das jäh dem Leben gleicht, schwer wie Erinnerung und wie Vergessen leicht. Also es wird versucht, also das versuche ich jetzt noch ein bisschen anhand des Textes über den Ghettoaufstand deutlicher zu machen, was meines Erachtens auch in dem Gedicht passiert. So. Das Gedicht ist von 49 und der Text ist auch 49 entstanden, aber ich glaube nicht 49 schon erschienen. Über das Motiv des Wanderers sowie eine vage Evokation des Orients, und jetzt hatte ich schon, Entschuldigung, der Ich-Erzähler trägt einen Brief mit sich herum, der von einem der getöteten Ghetto-Kämpfer stammt und den er als, Zitat, das Lebendigste in der Welt bezeichnet. Ich nehme mal an, dass es sich um den von Ihnen angesprochenen Brief von Anjelewitsch an Zuckermann handelt, den er sozusagen als Vorlage nutzt und dann umdeutet. Während die Rahmenhandlung keine 10 Seiten umfasst, besteht der weitaus größte Teil der Erzählung aus diesem fiktiven Brief, der sich als abgerissenes Tagebuch entwickelt und als Flaschenpost verstanden werden soll. Es dient als narratives Mittel, um eine direkte Kommunikation zwischen den Leserinnen der Erzählung und der Zeit des Ghettoaufstands zu simulieren. Damit operiert der Text zwei voneinander abgesetzte Figurenreden, die beide allerdings Fiktionen, also als Fiktion des Autors Hermlin deutlich kenntlich bleiben. Insbesondere im fiktiven Brief finden sich etliche Beispiele, etwa auf der Ebene der Assoziation des Ich-Erzählers, die als Inkongruenzen zwischen einem historischen Ghetto-Kämpfer, wie eben Anjelewitsch, an den angelehnt die Darstellung erfolgt, und dem Bewusstsein des kommunistischen Nachkriegsautors Stefan Hermlin auffallen. Beispielhaft nur der folgende Satz, Zitat: Da unten liegen die ersten toten Deutschen, nachdem ich so viele tote Polen und Juden gesehen hatte. Dass hier viele tote Polen an erster Stelle der aufgezählten Opfer der Deutschen genannt werden, erscheint als Zeugenaussage eines jüdischen Ghettokämpfers historisch meines Erachtens wenig plausibel, viel plausibler aber als Projektion eines Autors, der die Solidarität von Brudervölkern, also für die Zukunft sozusagen, unterstreicht. Die Instrumentalisierung zu gegenwärtigen Zwecken, die dieser Text betreibt, lässt sich an einer Aussage des Ich-Erzählers aus der Rahmenhandlung besonders gut zeigen. Es heißt dort im Hinblick auf die toten Juden des Ghettos, Zitat: Die Stadt, die über ihnen dröhnen und lieben würde, wäre sie möglich gewesen ohne ihr Sterben, das die Welt zu noch größerer Entschlossenheit gezwungen hatte? Zum ersten Mal jetzt, nach ihrem Tode, würde die Stadt Warschau, in der sie ja nie ganz heimisch gewesen waren, ihre wahre Heimat sein.
Die Toten selbst, sagte ich mir, sind es, die die Decke aus Beton über sich ziehen, um unter den Riesenbauten ihrer Kinder und Freunde auszuruhen. Also hier wird sehr offenkundig Sinnstiftung betrieben. Und ich springe zum letzten Beispiel. In gewissem Sinne eine Ausnahme stellen meines Erachtens Susanne Kerkhoffs Berliner Briefe. Da, die 1948 erschienen und wohl weitgehend vergessen sind. Im Genre des Briefromans nimmt eine nichtjüdische Deutsche, irgendeine Berlinerin, wie es der Einleitung heißt, nach dem Ende des Nationalsozialismus Kontakt zu einem früheren Bekannten auf, einem nach Frankreich emigrierten Juden, der dort überlebt hat. Das Bemühen, Rechenschaft abzulegen über die eigene Passivität gegenüber dem NS, überzeugt meines Erachtens in diesem Text vielleicht auch deshalb, weil sich die Ich-Erzählerin mit ihren Zweifeln und Schuldgefühlen an ein jüdisches Gegenüber wendet, ohne den Adressaten jedoch selbst literarisch in Erscheinung treten zu lassen. An erster Stelle der Schatten, wie sie schreibt, die immer größer werden, nennt sie Auschwitz. Und das ist das Zitat, das ich titelgebend genutzt hatte, die Gräber, deren Auschwitz vergasten Freunde, sind in mir. Trotz der genderisierten Figur weiblicher Trauer, die natürlich hier auch aufgerufen wird, bleibt meines Erachtens außergewöhnlich, wie genau und sensibel Kerkhoff in diesem Text Stimmen und Stimmungen innerhalb der deutschen Nachkriegsbevölkerung im Hinblick auf die Vernichtung der europäischen Juden registriert und kritisch reflektiert. Und ich will noch eine Stelle aus einem der Briefe nochmal vorlesen, wo sie über die Formel, die sie selber gefunden hat, Diktatur der Demokratie, über die nochmal nachdenkt, weil sozusagen der fiktiven Briefkorrespondenz ihr von Hans, dem Adressaten, Kritisches dazu gesagt wurde. Nicht die realpolitische Situation, meinte ich, sondern die geistig-pädagogische Situation unseres Obenseins von der Militärregierung Gnaden. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland 80% mehr oder weniger reife Demokraten leben, die sich gegenseitig für eine künftige Selbstregierung erziehen. Sondern es ist so, dass die führenden deutschen Kräfte der Umerziehung bei weitem nicht die Resonanz im Volke gefunden haben, um breit wirksame Erziehungsarbeit zu leisten. Lies daraufhin meine Briefe bitte noch einmal nach. Die Zitate aus dem Volksmund, die grassierenden Witze. Man hat uns nicht gerufen. Helft uns aus der Ratlosigkeit, klärt unsere politischen Begriffe, deutet uns die Fehlerquellen nationalsozialistischen Denkens und Tuns, rüttelt unser Gewissen auf, lehrt uns begreifen, inwieweit wir uns schuldig gemacht haben, wie wir es wieder gut machen können. Nein, wie viele hatten schon genug von uns, ehe wir noch den ersten Satz zu Ende gesprochen hatten. Unsere Ansichten sind, das waren wir zu Nazis Zeiten wahrhaftig nicht gewöhnt, die Genehmigten. Und das kann man ja nochmal gut beziehen auf das, was wir gestern in Ihrem Referat gehört haben über die Lizenzierungsbedingungen. Wir brauchen nicht mehr zu schweigen. Und jetzt rufen wir nur wir. Aber auch wir hören bisher nur zu. Wir fühlen uns befreit. Die große Masse der Deutschen, die alten und neuen Pro-Faschisten, die politisch Uninteressierten, sie hören uns noch immer nicht an. So, ein ganz kurzes Fazit. Alle vier hier vorgestellten Texte beziehen sich, wie auch immer verstellt, auf die Vernichtungspolitik des NS. Alle adressieren jeweils das deutsche Kollektiv. Und alle Autorinnen nutzen das literarische Medium zur Aushandlung eines neuen Bewusstseins. In der Konstellation offenbaren sie einige der offensichtlichen Schwierigkeiten, sich den Verbrechen zu stellen und zugleich, wie sehr die jeweilige Wahrnehmung von unterschiedlichen ideologischen natürlich Positionen bestimmt ist. Gerade die Entwürfe eines besseren, also einer besseren neuen Weltgesellschaft, instrumentalisieren den Genozid. Im Falle von Kaschnitz im Sinne eines Elitediskurses, der seine Vorstellungen noch aus Ideen der sogenannten konservativen Revolution bezieht, etwa die Idee eines geheimen Deutschland, an das man jetzt anknüpfen kann, während Hermlin im wörtlichen Sinne seinen Gesellschaftsentwurf auf den Toten aufbaut. Die jeweilige Zielgruppe bleibt in diesen beiden Versuchen meines Erachtens unproblematisch. Demgegenüber porträtierten Döblin-Fiedeler und Kerkhoff das deutsche Kollektiv als jeweils extrem ambivalent. In der Konfrontation dieser Positionen zeigt sich, wie sehr sich diese Autorinnen alle aber als Akteure eben im Sinne ihrer jeweiligen Interessen verstanden haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hahn. Und wir haben jetzt fast eine halbe Stunde für Diskussion, Fragen, Stellungnahmen,
Beiträge, kurze Reden. So, einer dahin. Ich habe eine Frage wegen dem zu Warschauer Ghetto-Aufstand. Und zwar, es gibt in Israel gibt es einen Kibbutz, der heißt Yad Mordechai, benannt nach Mordechai Analjewitsch, weiß nicht seinen Namen. Und der ist irgendwie in den 30er Jahren von Hashem Erhatzuir gegründet worden und dann 1943 umbenannt worden. Und was mich wundert ist, wie schnell das ging, sozusagen, dass irgendwann im Laufe des Jahres 1943 in Palästina schon so viel Kunde davon war, dass sich sozialistische Kibbutzniks dazu veranlasst fühlten, den Namen zu ändern. Und ob Sie das vielleicht irgendwie ein bisschen nachzeichnen könnten, wie sozusagen wieder, wie das so weit hinunterkam, die Geschichte davon und so schnell. Ja, also sammeln wir vielleicht ein paar Fragen und dann gebe ich das den Rednern. Ich habe eine Anmerkung zu der Rolle Edelmanns bei den Gedenkfeiern zum Warschauer Ghettoaufstand. Ich glaube, also Sie sagten, dass in den 50er Jahren praktisch durch diese zunehmende Stalinisierung das eben sehr strikt wurde und auch Edelmann als Figur dann verdrängt wurde. Und ich würde eigentlich das Gegenteil behaupten, nämlich dass Edelmann ein Beispiel dafür ist, dass die kommunistische Geschichtspolitik so strikt, wie sie gemeint war, nicht durchgehalten werden konnte, weil der eben immer weiter als eine sehr symbolische Figur da figuriert hat und sich auch bis zu seinem kürzlichen Tod das nicht hat nehmen lassen. Und ich glaube, dass der kommunistische Diskurs überhaupt nicht so strikt und undurchlässig war im Endeffekt, wie er oft dargestellt wird. Und dann habe ich noch eine Frage zu der Figur Mertens oder zu dem in dem Paper über Film dargestellten Verhältnis zwischen Mertens und Waller. Inwiefern geht es da auch um Vergebung und um eine Konstruktion von der Erwartung, dass dem Anspruch, dass die Täter von einem Trauma geheilt werden müssen und das nur durch die Vergebung durch die Opfer können? Also inwieweit wird da eine Erwartungshaltung gegenüber Opfern aufgebaut? Danke. Noch eine Frage vorne. Ja, vielen Dank für alle Vorträge. Eine Frage an Herrn Roth und eigentlich auch an dich, Annika, zum Selbstverlag. Da würde ich gerne was hören, weil das ja ein bisschen im Widerspruch stand, also oder was möglich war einfach, wie man Bücher selbst verlegen konnte. Und an Herrn Hahn war die Frage, es wurde jetzt viele Sachen als Versuch der Sinnstiftung dargestellt, was ja so ein bisschen den negativen Klang hat wie Instrumentalisierung, was wir später erleben. Und ich denke, es gab ja auch sicher eine Sinnsuche, also wenn man das aus psychologischer Perspektive erklärt, also dieses unglaubliche Dilemma da vorzustehen, dass so viele unschuldige Menschen ermordet wurden und man damit irgendwie ja doch, also man muss ja weitergehen, weiterleben. Dazu einfach einen Kommentar. Ja, also wer möchte anfangen? Vielleicht wollen Sie. Zu Palästina kann ich eigentlich so viel fundiert jetzt gar nicht sagen, weil ich mich damit nicht intensiv beschäftigt habe, wie das Wissen dorthin gekommen ist. Also feststeht jedenfalls, es gibt Forschungen dazu, die kenne ich aber im Detail nicht, dass tatsächlich sehr früh das Wissen von der Verfolgung und dann auch 1942 vom beginnenden Massenmord dorthin gelangt ist. Ich kann Ihnen jetzt die Kanäle gar nicht so genau schildern. Manches lief, glaube ich, über die Türkei und auf anderen Wegen. Und es sind auch schon während des Krieges dort Texte erschienen. Es ist 1944 beispielsweise schon ein Jitzkoa-Buch, ein Erinnerungsbuch, Gedenkbuch. Also das Wissen um die Verfolgung und Ermordung der Warschauer Juden war eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt, ich würde fast sagen weltweit, ziemlich
verbreitet, also auch in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und anderswo. Also es ist, denke ich, kein Zufall, dass Ernst Sommer seinen Roman im April 1943 schreibt. Das heißt ja, auch der Ghettoaufstand war rasend schnell bekannt, zumal ja auch Ringelblum und seine Mitarbeiter enge Verbindungen zum polnischen Widerstand hatten und schon 1942 über die laufende Vernichtung Berichte verfasst haben, diese aus dem Ghetto geschmuggelt haben, und über polnische Kuriere gelangten die dann ins Ausland, also zum Beispiel im Oktober 1942 schon recht detaillierte Berichte, die dann entsprechend verbreitet wurden. Ja, Marek Edelmann, das überrascht mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, aber vielleicht muss ich da auch noch intensiver schauen. Also sicher war Marek Edelmann später eine recht prominente symbolische Figur, was jüdischen Widerstand, was den Warschauer Ghettoaufstand betrifft. Aber ich hatte das bisher eigentlich immer erst beginnend mit den 70er Jahren verortet, vor allem dann auch durch das Buch von Hannah Krall, das ja auf Gesprächen mit ihm basiert. Und also dass er zumindest in bestimmten Kreisen dann ab dieser Zeit bekannter wurde. Also dass er ja eine symbolische Figur im kommunistischen Polen schon geworden ist, das... Ach so, dann habe ich das vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Aber ist, also sicherlich setzt das schon früher ein, dass Edelmann symbolisch für den Warschauer Ghettoaufstand steht. Eben meiner Meinung nach beginnt mit den 70er Jahren und dann sehr viel stärker natürlich mit der Wende 1989, wo er dann auch politisch exponierter war. Und ich glaube, Edelmann ist dann der Holocaust-Überlebende schlechthin fast sogar geworden in Polen, der vielfach präsent war. Ja, zu den Selbstverlagen, da kann ich so wahnsinnig viel nicht zu sagen. Das bezog sich vor allem auf Texte, die im Exil entstanden und veröffentlicht sind. Das sind in der Regel maschinenschriftliche Typoskripte, die dann vervielfältigt worden sind. Ich nehme an, von den Autoren selbst, aber in die Richtung habe ich jetzt bezogen auf diese Texte nicht weiter gesucht. Also vielleicht kann Annika Binsch da mehr zusagen. Zu den Filmen, also die Frage zu dem Film. Ja, zur Frage der Vergebung oder ob da eine Erwartungshaltung drin steckt in den Figuren Mertens und Wallner. Und ja, eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, diese Frage der Vergebung. Also man kann erahnen, dass er sich selber Schuldvorwürfe macht. Also er hat immer wieder, also man sieht in einer Szene, wo er quasi im Delirium ist und wieder an diese Erschießung zurückdenkt. Also es wird angedeutet, dass er sich auch selber Vorwürfe macht. Aber dieses Thema der Vergebung spielt zwischen Mertens und Wallner überhaupt keine Rolle. Also im Gegenteil, sie wird so gezeigt, also ihre Opfererfahrung oder ihr eigenes Leid wird eigentlich überhaupt nicht gezeigt, vor allem nicht in der Beziehung zu Mertens. Also da gibt es keine Gespräche über ihre eigene Vergangenheit, gar nicht. Sie fragt eher nach seiner Vergangenheit, sie weiß so wenig von ihm, meint da aber eher die Vergangenheit, was er eigentlich vorher beruflich gemacht hat, sein Studium, das ist mal Thema. Aber sie spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, verliebt sich auch in ihn, als er eigentlich immer nur morgens früh betrunken nach Hause kommt. Es ist nicht so wirklich nachvollziehbar, warum sie sich dann in ihn verliebt, aber sie glaubt eigentlich von Anfang an an ihn. Ja, insofern spielt so diese Frage der Schuld von ihm eigentlich fast gar keine Rolle und zwischen den beiden überhaupt nicht. Und insofern, ja, das war auch so eine These unseres Vortrags, wird eigentlich nicht die Schuld seiner Verbrechen verhandelt in dem Film, sondern es geht eigentlich nur um die Schuld des Vorgesetzten. Und da kann ich vielleicht noch kurz anfügen, dass es so auf so, weil sie verhindert ja am Ende dann, dass er eben seine Rache ausübt. Und insofern ist sie dann halt schon auf so einer symbolhaften Ebene, also die eben so drüber steht, schon eben eigentlich schon so ein Bild von eines Versöhnungsengels fast auch schon. Also wir hatten ja auch dieses erste Bild ausgewählt,
Eigentlich, wir hatten auch überlegt, ob wir darauf nochmal eingehen, wo man, ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, also wo man sie ja so im Hintergrund sieht, und also so in golden, mit so einem goldenen Schein und dann den Schatten mit dem Wehrmachtshelm und den Vorgesetzten, also den Hauptschuldigen sozusagen. Das ist ja quasi auch so eine Trinität, die dann auf so einer höheren Ebene schon sowas hat von Versöhnung, aber eben nicht auf der realen Ebene. Also dass da wirklich, da findet da nicht, das nicht statt. Ja, dann zur Frage der Sinnsuche. Also ich finde das grundsätzlich richtig, die Texte alle erstmal ernst zu nehmen als Versuche, eben in einer desolaten Situation, wie immer man es beschreiben will, einen Sinn zu stiften auch. Nur die Frage ist natürlich, in den Texten, also ich habe ja so ein bisschen hier, das ist natürlich auch etwas schematisch bei so einer Auswahl von vier Texten, dann zwei Texte anders zu bewerten als die anderen. Ich habe sehr stark gewertet, so. Ob es nicht eben in den Texten, wo ich das gemacht habe, also bei Stefan Hermelin, tatsächlich um ein sehr eigenartiges Stillstellen letztlich der Sinnsuche geht, um ein Stillstellen mindestens der Ambivalenzen, um die es auch an diesen Stellen hätte gehen müssen, können. Und deswegen tatsächlich dann so diese, ja, also Versuch zu verbinden, also einerseits die Texte in ihrer Zeit, in ihrer Ambivalenz ernst zu nehmen, andererseits aber natürlich tatsächlich auch das, woran Katrin heute ja nochmal erinnert hatte, auch in der eigenen Positionierung sozusagen sich anzuschauen. So. Ja, weitere Fragen? Ich habe, ah ja, gut. Ja, ich habe eine Frage erstmal, eine direkte Rückfrage an Herrn Roth. Mich würde dann aber auch nochmal interessieren, wie das bei Herrn Hahn für die nicht, also die Autorin, die nicht jüdischer Herkunft und eben nicht aus der Opferperspektive schreiben ist. Und zwar hatten Sie gesagt, es gibt eine volle Bandbreite zwischen nicht fiktionaler und fiktionaler Darstellung. Mich würde erstmal interessieren, wie das Verhältnis tatsächlich ist. Also sind es viel stärker tatsächlich stark fiktionalisierte Texte oder ist es ungefähr Hälfte-Hälfte? Also was ist so eine ungefähre Einschätzung? Dann würde mich interessieren, welche Funktion hat diese Fiktionalisierung? Also Sie hatten in einem Satz erwähnt, dass der Warschauer Ghettoaufstand sich dann eben vielleicht auch anbietet, das als dramatisierendes Element in die Erzählung einzubringen. Sind es tatsächlich, ist es aus der Feder der Überlebenden selbst, das fiktionalisiert wird, und es bedarf es einer besonderen Legitimation, das zu tun? Und meint fiktionalisierend dann tatsächlich fiktive Elemente oder meint es einfach nur eine romanhafte Gestaltung? Also das ist ja bei fiktionalisierend auch nicht immer ganz klar. Ja, so dieses Bündel von Fragen. Vielleicht können Sie das, wollen Sie das gleich? Ja, also zunächst einmal ist man längere Zeit davon ausgegangen, dass die Fiktionalisierung des Holocaust eigentlich später einsetzt, sehr viel später. Und angesichts dessen ist das eigentlich schon ja, ein bisschen überraschend, aber vielleicht ist es auch nur eine Wiederentdeckung, dass diese Fiktionalisierung eben sehr viel früher einsetzte und auch schon während des Geschehens selbst in den Ghettos von den Verfolgten selbst auch eine Fiktionalisierung einsetzte. Das hat natürlich zum einen mit der Person des jeweiligen Verfassers zu tun. Zum Beispiel ein Dichter, der in einem Ghetto eingesperrt ist und versucht, irgendwie die Verfolgung einzuordnen, zu interpretieren, sich schreibend dazu zu verhalten, der wählt natürlich dann auch, zumindest ist naheliegend, dass er dann die Gedichtform wählt und nicht eine ihm bis dahin unvertraute Form. Das Verhältnis von fiktionalen zu nicht fiktionalen Texten, das kann ich nicht genau beziffern. Es überwiegen auf jeden Fall sehr deutlich die nicht fiktionalen Texte, wobei vor allem in der polnischsprachigen Literatur doch der Anteil fiktionaler Texte nicht allzu gering ist und höher als im deutschsprachigen Bereich. Funktion von Fiktionalisierung, also da ist vielleicht das polnische Beispiel das bessere. In fiktionalen Texten polnischer, nichtjüdischer Autoren über das Warschauer Ghetto und den Ghettoaufstand geht es eigentlich weniger oder man kann zugespitzt sagen gar nicht um die Verfolgung und Ermordung der Juden,
und ihren Widerstand, sondern vielmehr wird in diesen Texten überwiegend das Verhältnis der Polen dazu verhandelt und dargestellt. Das heißt, also da spielt auch so ein bisschen zum einen die Überraschung wieder, dass Juden überhaupt Widerstand leisten, aber dann vor allem die Frage, wie haben sich Polen dazu verhalten? Da geht es um Fragen von Hilfe und Solidarität, die nicht selten dann überhöht dargestellt wird und so weiter. Also das ist, und das Ganze verbunden oft auch mit einer christlichen Metaphorik, Passionsmetaphorik und so weiter, zumal auch der Aufstand rund um Ostern ausgebrochen ist. Also das lag sogar dann noch fast nahe wegen der historischen Ereignisse. Also das, darin sehe ich eigentlich eine wesentliche Funktion dieser Texte, also dass das Austragungsorte sind für solche Fragen. Bedarf es einer besonderen Legitimation? Ich denke, nein. Also das ist meines Wissens in Polen zum Beispiel nie wirklich, nicht generell umstritten gewesen, dass man den Holocaust oder das Warschauer Ghetto auch fiktional darstellen kann. Ich glaube, diese Frage ist zum Teil eine eher, oder dieses Problem, das man damit hat, ist eher ein deutsches Problem, dass da so eine gewisse Scheu vor Fiktionalisierungen herrscht. Ich hoffe, das hat das ganze Bündel annähernd beantwortet. Ja, ich glaube, wir haben noch, also zuerst die Dame und dann die Dame, die geht nebenan. Ich habe eine Frage an euch beide, und zwar hinsichtlich eurer Interpretation dieser Novelle, Das Brandopfer. Du hast es ja bezogen auf sozusagen den Begriff Holocaust oder als Versinnbildlichung des Begriffs genommen und dich dabei gestützt sozusagen auf die Begriffsgeschichte, die ja bekanntlich aus der Septuaginta und so kommt. Im Hebräischen heißt es Akedat Yitzhak, also das ist die Bindung Isaaks, ist was ganz anderes als die Opferung Isaaks und ist auch eine andere Denkfigur, sozusagen eine, die Denkfigur, dass Isaak geopfert wird, ist eine eminent christliche Denkfigur, vor allen Dingen dann in der Tradition eigentlich eine Antizipation des Opfertods Christi. Ich habe mich sozusagen gefragt, inwiefern, wenn man das mitdenkt oder schon in dem Namen sieht, inwiefern es dann in dieser Figur des Selbstopfers nicht quasi, also eine weibliche Christusfigur. Und das andere, wenn man Religionsgeschichte, also wenn, ich kenne leider das, die Geschichte nicht, wenn das tatsächlich religionsgeschichtlich so aufgeladen sein sollte, frage ich mich, inwieweit man dann nicht auch die Tradition des Kainszeichens, also sozusagen das Brandzeichen im Gesicht ist ja das Kainszeichen. Ob man dann nicht das auch noch mit aufrufen müsste und sagen müsste, da ist sozusagen eine kainitische Frau, die über die Entsühnung über ein selbst, quasi christliches Selbstopfer vollzieht. Ja, vielen Dank für die Anmerkung, weil ich auch mich vor allem halt, also jetzt im mit der Tora auch so explizit, so wie gut wie du auf jeden Fall nicht auskenne. Und das ist wunderbar für die Hinweise, auch mit dem Kainzeichen, weil ich habe mich schon lange mit der Novelle beschäftigt und war eigentlich immer so vor allem eher negativ und bin immer davon ausgegangen, das ist eine absolute Selbsteinopferung, wo sozusagen der Bombenkrieg jetzt sozusagen neben den Holocaust gestellt wird, beziehungsweise vereinheitlicht wird und sich eigentlich dieses Opfer dieser Frau darüber stellt. Je mehr ich mich dann aber halt auch irgendwie damit nochmal beschäftigt habe, also eben auch mit der Figur Albrecht Göss und dann aber eben halt auch mit eben diese Freundschaft, die es gab zu Martin Buber, dann auch noch eben, dass er halt nochmal diese Auszeichnung dafür bekommen hat, habe ich wirklich auch nochmal selber die Novelle nochmal gelesen, auch nochmal daraufhin, ob da nicht auch eben nochmal sowas angelegt ist, dass da eben halt auch eine Versöhnung zwischen Religionen stattfinden soll und zu einer Zeit wie 1954, wo zwar auch schon Holocaust ja benutzt wurde als Bezeichnung, wie wir alle wissen und hier jetzt auch drüber gesprochen haben, auch wenn es noch nicht so etabliert war, dass sozusagen der Versuch, also jetzt nur, das ist ja eine Interpretation meinerseits jetzt, ich weiß es nicht genau, wie die Intention genau war, warum er genau dieses Wort gewählt hat, ob nicht der Versuch, aber der war eben nochmal zurückzugehen, zu sagen, so, es gibt diese gleiche Geschichte. Aber, also das ist ein sehr wichtiger und guter Hinweis, danke dir dafür. Und
Ja, und das mit dem Kennzeichen finde ich auf jeden Fall eine interessante Überlegung, weil es auf jeden Fall ja genau das ist, was jetzt eben, was eben erhalten bleibt in dieser Person. Aber auf, dass es auch also mehr daran hinzielt, in so eine weibliche Jesusgestalt, das finde ich auch, wobei das Ambivalente dabei eben ist, dass es eins der wenigen Bücher ja wirklich ist, zu der Zeit alltäglichen Antisemitismus, wir eben in der Zeit zwischen 39 und 45 in Deutschland stattgefunden hat, beschreibt in einer sehr alltäglichen, unaufgeregten Art und Weise, die ich sehr besonders finde. Deswegen bin ich da auch ambivalent, sagen wir so. Frau Grütjes und dann hin, dann zweite. Das, gerade heute Nachmittag alle drei Referate unendlich Nachdenken evozieren. Und deswegen kann ich auch jetzt nur ein paar Splitter sagen, die mir einfach einfallen, die ich auch gerne einfach fragen würde. Also als erstes würde ich gerne noch Herrn Roth fragen, und zwar, ob Ihnen untergekommen ist, den ich heute Morgen zitiert habe, diesen Räuben-Feldschuh übers Ghetto. Die Erzählung, die die lehrgründig illustriert. Es erscheint in Israel 1946/47. Nur wenn Sie es wissen, Herr Roth, das würde mir helfen. Es gibt ja jetzt gerade einen neueren Aufsatz darüber, der muss wohl eine 800 Seiten lange Chronik des Ghettoaufstandes geschrieben haben, zählte aber selber zu der revisionistischen Richtung der Zionisten. Und meine Vermutung ist, wo der möglicherweise eben seine Dokumentation deswegen nicht so vorrangig interessant aufgenommen. Aber er muss der Autor, der das geschrieben hat, hat gesagt, das wäre der einzige überlebende Jude, der eine Chronik verfasst hätte. Und diese Chronik wäre aber noch nicht publiziert, aber wohl im Internet zugänglich. Also nur eine Neugierdefrage. Zweite Neugierdefrage ist die, weil ich natürlich an Bildern auch interessiert bin, der Stroop-Bericht ist Ihnen ja nun sicher bekannt. Wissen Sie, wann der Stroop-Bericht, das ist der SS-Mann, der dafür verantwortlich war, diesen Ghettoaufstand zu dokumentieren, wann dieser Stroop-Bericht also populär wird? Kennt man den 1945 schon sozusagen in der westlichen Welt? Wissen Sie das? Ja, also vielleicht kurze Antworten. Gut, also dann haben wir noch zwei Fragen dahinter. Dann mache ich noch ganz schnell hier. Ich wollte nur eins sagen. Ich habe mich erinnert an den Aufsatz von der Ulrike Weckel zu diesem Die Mörder sind unter uns, dass diese Frau, wie heißt sie noch, die Frau Wallner, dass sie in einem Text, der aber dann nachher nicht gefilmt worden ist, gesagt hat, dass sie im KZ gewesen ist, weil sie also eine Linke war. Weil sie also eine Sozialistin war. Also das nur noch mal als Detail. Und dann würde ich eben sagen, da die Opferthematik so eine irrsinnige Rolle im Nationalsozialismus spielte, und dieser Riesenfilm Opfergang mit Christina Söderbaum 1944, fände ich es jetzt mal wichtig, wie sich jetzt wieder die Opferdarstellung ändert. Nämlich bei Christina Söderbaum wird ja immer, da sterben alle füreinander, nicht? Und das ist ja nun offensichtlich bei Goes jetzt verändert. Also das könnte man jetzt noch weiter ausführen. Ja. Und bei Hajo wollte ich sagen, Hajo, ich finde, ich fühle mich so bestätigt, weil du nämlich versucht hast, auch jetzt erstmal jedem Fundstück sozusagen gerecht zu werden und es so schwer ist, jetzt eine gemeinsame Sentenz daraus zu ziehen. Aber ich danke für viel Material, um nachzudenken. Danke. Nun zwei Fragen von hinten und dann müssen wir, glaube ich, Schluss machen. Ich möchte auf das reagieren, was Markus Roth eben in der Diskussion gesagt hat, auf die Unterteilung Fiktion, Nicht-Fiktion und die Frage, wie viele Berichte wir haben. Also, und Sie haben, oder du hast dann den Begriff Fiktionalisierung eingeführt. Also, was meint das denn genau? Also,
und was meint Fiktion, also und Fiktionalisierung? Ist das ein erfundenes Element? Ist das eine Gattung? Ist das eine literarische Gattung? Sind dann eben Gedichte, wäre das Fiktion oder meint es figurative Sprache? Und ist damit dann gemeint, dass literarische Berichte weniger wahrheitsgemäß sein sollen als nicht literarische? Also Hayden White hat am Beispiel von Primo Levis, ist das ein Mensch, gezeigt, dass dieser Bericht deswegen so realistisch ist, weil er sich eben gerade einer figurativen, bildhaften Sprache bedient. Und ich meine, es wurde die Atempause erwähnt, das ist ein autobiografischer Roman. Also welche Definition legen Sie bei dieser Unterteilung, die Sie vornehmen, zugrunde? Danke. Eine letzte Frage dann von hinten war jemand, glaube ich. Ja, ich hätte noch eine Anmerkung zur Stellung der Frau jetzt als Täter und als Opfer. Also die Rolle der Frau zum Beispiel Marlene Dietrich ist im Nachkriegsdeutschland nicht sehr gut angekommen, jetzt von der Gegenseite. Und jetzt, man hat nur die Rolle der Täterinnen in Kriegsdeutschland, in der NS-Zeit, hat man erst später thematisiert, jetzt vom Konzentrationslager her, und auch die Rolle von Leni Riefenstahl. Die zweite Frage ist an Herrn Hahn, jetzt zur Nachkriegsliteratur. Das hängt natürlich auch zusammen, jetzt die Berichte von den Opfern, auch mit der Zerschlagung des Verlagswesens, des jüdischen Verlagswesens, das mit der Arisierung und auch, ja, dass ich mit der Restitution natürlich. Und dann die Frage, jetzt die Opferberichte sind nach 45 ja von den Historikern wenig akzeptiert worden oder rezeptiert worden, und erst in den 70er, 80er Jahren in einer späteren oder weiteren Auflage. Danke. Also Sie haben noch Zeit, sehr knapp an die Fragen zu beantworten. Also ich glaube, an Sie, Herrn Roth, waren die meisten. Also dann mache ich es ganz, ganz knapp. Die von Ihnen erwähnte Chronik ist mir zumindest noch nicht untergekommen. Aber das steckt auch erst in den Anfängen, also das kann durchaus noch passieren. Ich habe mich aber auch auf publizierte Texte vor allem konzentriert, das nur noch zur Information dazu. Der Strohbericht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht verwechsel mit dem Katzmann-Bericht, aber wenn ich das richtig sehe, war der Strohbericht, glaube ich, auch schon Teil der Nürnberger Dokumente, im Nürnberger Prozess präsent und dadurch durchaus zumindest eine Zeit lang im Westen bekannt und in Polen, auch da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist er, glaube ich, schon in den 40er Jahren veröffentlicht worden. Und es gibt dann später eine deutsche Edition sozusagen, ich glaube in der DDR war das, und 1960, glaube ich, erschienen. Ja. Auch das noch, ja. Also das nur so ganz kurz. Und fiktional und nicht fiktional, also das kann ich nicht kurz beantworten. Ich glaube, durch ein weites Feld, oder? Ja, genau. Dann lassen wir es vielleicht erstmal dazu, ein weites Feld, und vielleicht können wir einfach noch dann sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie etwas dazu sagen wollen oder ob wir einfach, weil wir jetzt die Zeit überschritten haben, wollen Sie etwas zur Fiktion, Nicht-Fiktion sagen? Oder sagen wir, schließen wir jetzt ab und dann vielleicht heute Abend mit dem Bürgermeister diese Themen weiter diskutieren wollen. Ja. Herzlichen Dank für die Redner und alle Beiträge.